Léonie, quand tu as moins du temps, tu fais plus de buts. Qu'est-ce que s'est passé aujourd'hui? Ah, y a des matchs comme ça, des matchs où on marque pas, mais l'essentiel c'est que l'équipe ait gagné, l'essentiel c'est qu'on ait marqué. Et voilà, la victoire est là, on a les 3 points, donc c'est le plus important. Qu'est-ce que s'est passé dans ce jeu quand vous n'avez pas le contrôle habituel du jeu comme nous sommes habitués de vous? Après, quand on n'a pas le contrôle du ballon, c'est à nous d'adapter tout ça. Il y a des phases où on aura moins le ballon que d'habitude. Donc voilà, il faut qu'on s'adapte. On doit s'adapter tout le temps et faire au mieux. Hein. Bâle est un des adversaires principaux dans cette ligue. Tu crois qu'avec 3 victoires contre Bâle, 3 victoires sécures, ça veut dire que vous ne devez pas avoir froid de perdre le premier place? C'est compliqué de rester devant, c'est compliqué, donc il nous reste encore pas mal de matchs. Il faut tous les gagner et faire au mieux. Tu as fait une course spéciale parce que tu es venu de la France en Suisse pour jouer. Maintenant, tu étais presque d'avoir ton premier titre et tu as joué de la Champions. Comment est-ce que tu analyses ta journée ici en Suisse? Je suis très contente d'être en Suisse, très contente de découvrir ce championnat. Enfin, ça va bientôt faire 2 ans, donc voilà, mais je m'y adapte et je me sens bien en Suisse. J'aime. Tu n'as pas marqué aujourd'hui. Stéphanie Daïra a marqué 2 buts. Ça veut dire que le course, il continue. Tu crois que jusqu'au fin, toi et elle vont avoir cette course pour la meilleure buteuse? Après, oui, c'est vrai qu'on est des buteuses, donc il faut marquer, mais... Le plus important pour moi, c'est l'équipe, c'est les buts de l'équipe. Et si je suis meilleure buteuse, ça viendra tout seul, mais c'est pas le plus important. Frau Orfaui, die letzten 2 Matches haben Sie so gut gespielt, es hat mir fast weh, dass Sie nicht auf der Startaufstellung zu sehen. Wie haben Sie den Match von der Seitenlinie und nachher von drinnen gesehen? Ja, es war ein guter Match gewesen. Basel hat gut gespielt. Hat uns Schwierigkeiten gegeben am Anfang. Wir wissen, Basel ist eine gute Mannschaft und sie haben Druck gemacht, sie haben Chancen gehabt heute, viele Torchancen. Und zum Glück waren wir hinten solid gewesen, dass wir kein Goal kassiert haben und dass wir den Match schlussendlich haben gewinnen konnten. Normalerweise ist Servette eigentlich dominanter als heute. Was glaubt ihr, warum Basel euch so lange noch hat nerven oder ärgern? Ja, ich habe das Gefühl, Basel ist heute aggressiv auftreten. Sie haben Hochdruck gemacht und das hat uns in Schwierigkeiten gesetzt. Es ist, glaube ich, der Grund, wieso wir heute nicht dominant waren. Ich habe das Gefühl, die zweite Halbzeit war ein bisschen besser, haben wir etwas mehr dominiert. Aber heute war ein Ausgleich in einem Match und es ist ja eigentlich gut, dass man nicht jeden Match immer dominiert. Am Schluss haben wir 2 Fehler gebraucht vom Gegner, um Goal schießen. Das sind wir auch nicht gewohnt von Servette. Wie könnt ihr eben auch so ein Match mal ohne Fehler vom Gegner lösen für euch? Ja, heute hat es Fehler gebraucht, damit wir Goal machen. Eigentlich braucht es ja nicht, aber schlussendlich kann ich schon sagen, es gibt Teams, die immer auf Corner-Goals machen und andere auf Freistoss. Wir machen eigentlich immer aus dem Spiel Goals, fast nie aus Standards. Und heute haben wir die Fehler gebraucht, aber schlussendlich das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Jetzt, woher geht Ihr Weg mit Servette? Ich sage, der Meistertitel, der ist fast sicher. Der Cup gibt es wahrscheinlich noch. Was wird Ende Saison alles auf Ihrem Palmarès stehen? Ja, ich hoffe das Maximum. Aber wie man heute sieht, wie du sagst, heute hat es Fehler gebraucht. Es kann Matches geben, wo es keine Fehler gibt und wo wir keine Goals machen. Es gibt viele Mannschaften, die unsere Schwierigkeiten setzen können, wenn sie Hochdruck machen. Ich weiß nicht, ob wir Meister werden, weil es gibt noch viele Matches. Das Ziel ist natürlich, jeden zu gewinnen. Und die Cup, ja, ist schon ein Ziel. Jetzt mal schauen, was wir im Viertelfinale gegen IB machen. Und ja, das Ziel ist eigentlich für jeden klar, dass wir dieses Jahr gut dran sind, um etwas zu holen. Eric, pas le contrôle que nous sommes habitués de Servette aujourd'hui. Qu'est-ce que s'est passé dans ce jeu? Ouais, c'est pas toujours facile de jouer. Et puis bon, Bâle a montré quelque chose de très intéressant aujourd'hui.
quand on ne fait pas la différence, c'est toujours compliqué. Elles sont restées dans le match jusqu'au bout. On n'a pas marqué le deuxième but qui nous aurait mis à l'abri. Voilà, c'est des matchs comme ça qu'il faut quand même gagner. On a été solide. On l'a gagné, c'est l'essentiel. Mais c'est incroyable, hein. Ton équipe, elle est froide dans les nerfs parce que deux fautes de la gardienne et vous avez marqué des buts. Comme ça, il n'est pas difficile de gagner tous les jeux. Hein. Non, bah après, on a eu d'autres occasions, on ne les a pas mises. Et puis là, bah, on est toujours attentive et puis on a su réagir sur deux erreurs de la gardienne. Mais voilà, après, il faut aussi les provoquer. Je pense que si on a été pressé, provoquer cette erreur, c'est aussi grâce à nous, grâce au travail qu'on a fait. Donc oui, c'est une autre manière de marquer. Maintenant, 3 victoires et si on regarde le papier, facile parce que beaucoup de buts contre Bâle. Ça veut dire que vous n'avez pas d'adversaire dans cette ligue ? Si. Il y a encore IB et Zurich qui restent très très bien placés. Le classement est trompeur avec les matchs en retard, mais on va rester concentré encore longtemps. Et puis on verra match après match où ça nous amènera. On avait vu aujourd'hui aussi une autre Servette. Vous avez utilisé plus le couloir que le milieu. Comment est-ce que tu fais de faire passer les messages à tes joueuses de changer ce style de jeu ? Si on veut être championne, il va falloir à chaque fois essayer de trouver quelque chose de différent parce que tout le monde nous regarde, tout le monde regarde les matchs, tout le monde essaye de nous battre. Et donc, il faut à chaque fois essayer de trouver une solution pour essayer de battre l'équipe en face et d'utiliser un peu leurs faiblesses. Donc c'est ce qu'on essaye de faire toute la semaine, de travailler dans ce sens-là pour donner encore de l'expérience à ces filles. Maintenant, vous êtes confortable dans le tableau. Tu dis il y a des matchs en retard, mais même si IB gagne tous les matchs, ils sont 5 points. Tu crois que il faudrait faire le fin de sa saison dans les prochaines 7 rondes et faire que à Omé tout est déjà décidé. On espère, on fera en tout cas le travail pour faire ça. Maintenant, voilà, il faudra qu'on aille à jouer à IB et à Zurich en mars. Donc je pense que ce sera là que les choses seront très intéressantes pour tout le monde. La semaine prochaine, on devra savoir si la coupe elle continue. Tu crois que c'était un objectif pour toi d'avoir ce double ou le championnat il est le focus principal ? Bon, bah, c'est toujours plus difficile de gagner un championnat qu'une coupe, mais si la coupe a lieu, on aura ce 8e de finale contre IB à jouer et puis on fera tout pour gagner aussi la coupe. Mais voilà, chaque match est différent, chaque match est difficile, donc le championnat reste la priorité, mais s'il y a la coupe, bon, on fera tout pour gagner aussi la coupe. Sébastien, Servette hat es schon lange nicht mehr so schwierig, gegen ein Team zu gewinnen. Aber am Schluss gewinnen sie 2-0. Wie hast du das Spiel gesehen? Ein gutes Spiel. Draußen, ich habe gesehen. Ja, Gratulation für Servette. 2-0 gewinnen gegen Basel. Ja, ich habe gesehen eine gute Mannschaft de Basel mit Mentalität, mit eine gute Leistung. Unsere Strategie était de spieler die zweite Ball. Zwei Fehler, zwei individuelle Fehler. Aber klar, il y avait du Leidenschaft diese Match et ça c'est gut. Gratulation für meine Spielerinnen, für die Lauf et für die Energie. Et wir gehen weiter. Das kommt weiter. Aber ja, klar, kein Punkt. Ouais, das ist Fußball. Aber klar, besser Spiel für Basel gegen Servette. Du sagst Energie, Laufwege, ich sage manchmal zu wenig aus dem gemacht, zu wenig das Feld kontrolliert. Ihr habt Wege geschlossen oft, aber ihr seid keine Wege gegangen. Wenn jemand in der Mitte den Ball hatte, gab es keine Anspielstationen. Ja. Wieso ist das so geschehen? Die Strategie de suchen eine Spielerin, donc eine Spielerin, que wir suchen die lange Ball pour avoir die Station im Zentrum. Aber ja, klar, die Anfang, wir haben gespielt mit Kurz. Et là, für die Strategie gegen Servette, in Zone 1, kein Risiko, et directement. Ja, et ein ou zweimal, das ist klar, aber das ist nicht ein schönes Spiel, hein, für Basel. Hein. Wir haben besser machen vorher, aber
Aber das ist eine Strategie. Manchmal das ist gut, manchmal das ist nicht gut. Aber ja, wir müssen arbeiten mehr unsere Passform für diese Strategie. Jetzt haben wir sehr, sehr unterschiedliche Basel gesehen in drei Stationen der Saison. Ich sage, der Schlüssel ist das 4:3 gegen IB im Leichtathletikstadion. Wenn ihr da gewinnt, seid ihr jetzt auf dem zweiten Platz. Ja. Und jetzt halt doch schon weiter weg. Ja, erster Punkt ist ja dieser Match im November. 4:3 gegen IB. Aber après, ich schaue für die zweite Punkt, c'est die Verletzung. 10 Verletzungen momentan. Schwierig. Hein? Wir wollen vorne spielen. Ja, il y en a 10. Donc là, wir machen mit unserem Kader. Das ist realistisch. Heute, wir haben gesehen, eine gute Mentalität für die Mannschaft. Même die Jungs, die 19 hat gespielt. Viele Jungs, hein, André. Ja, klar. Die Anfang, wir haben gemacht eine gute Saison. Là, disait match qui était un IB, zweimal 4:3, einmal 2:0 gegen Zurich, où die zweite Halbzeit c'était besser in Spiel. Januar, komisch, ich bin nicht da, ich habe die Corona, 3 Wochen. Wir machen mit dem Spiel gegen Freiburg, gegen Sand, Bundesliga, gegen Österreich. Et là, die Anfang gegen Servette. Die ganze Staff nicht da, aber klar, das ist Fußball. Aber die Priorität maintenant für die Ende, c'est einen Platz geholen in Meisterschaft, eine gute Abenteuer in Cup und schaue für die junge Spielerinnen, die kann machen auf dem Platz eine gute Leistung mit viel Energie, mit viel Leidenschaft, mit viel Qualität. Et, ja. Wir schauen, aber klar, wir sind dans le groupe des zwei, dans le groupe 2, 3, 4. Momentan. Hat dich der Kalender vielleicht auch ein bisschen betrogen? Dreimal Servette so kurz aufeinander, November, Januar, Februar. Là, c'est une gute Frage, hein, André. Aber klar, là, il faut frager unsere Gegner là, AB Caroline, qui schaut in ASF, c'est mit die andere Kollegen von ASF für die Planung. Allez, wir spielen dreimal gegen Servette, ok, ou zweimal gegen Servette, ja, klar, das ist die neue Top Mannschaft in Switzerland. Aber klar, wir sind nicht tot, hein. 2-0, wir schauen die Résumé, die Videos nachher. Wir sind stolz, wir haben gemacht mit unserer Qualität. Wie macht ihr jetzt mehr Tore? Weil das braucht es, um Spiele zu gewinnen. Heute hat ein Tor das Spiel gekehrt. Ja, große Frage. Große Frage, wir haben Camille Surdez, wir haben Christina Sundhoff, die andere Spielerinnen natürlich, aber wir arbeiten das. André, das ist nicht fertig, das ist nicht fertig. Momentan, on avait fait 1-1 gegen Lucerne mit meiner Assistentin, die hat gut gemacht. Et Benoît, et là on a fait un goûter spiel. Achtung, maintenant wir schauen, Saint-Gallen aussi a une situation schwierige, weil die Cheftrainer hat eine gute Arbeit gemacht mit Jungs, aussi schwierig, kein Resultat. Et là wir schauen. Wir sind peut-être diese Team, qui macht peut-être die Differenz für oben. Ich habe gesehen un peu Zurich-Saint-Gallen, ja, klar. Klar, ja, nein, nicht. Après, wir respektieren diese Mannschaft. IB aussi, Quarantaine, là, ça kommt. Lugano, aber ja, Lugano, weil arbeite mehr. Aber wir schauen. Maintenant, unsere Strategie ist eine Platz. Wir arbeiten auf dem Platz im Training. Wir schauen, wir machen Spaß, wir machen die Spiele und wir schauen im Juni. Peut-être, ja, ein Geschenk.
Pas une Juni, une Meisterschaft, aber peut-être il y a eine Geschenk in die Jahre. Il faut faire trauen für das. Et für die Junge, André. Il y avait viele Junge. Après, ja, wir gönnen, wir wollen gewinnen. Mais nous, wir kaufen nicht die Spielerinnen à 30 Jahre. On a viele, unsere Strategie, c'est de mettre unsere Nachwuchsfrauen. Mit Benedikt von Rohr, Clara Spinello, Flavia Lütscher, Chiara Schmidt, qui a gespielt, Riola Zemaili, Vanessa Uti, qui comme de Basel, peut-être elle est un peu meilleur alter, aber viele Rot-Blau. Ja. André, aber klar, André Ville. Ja, Ville, ja. Ich bin aussi frustriert, aber ich bin nicht sehr, sehr frustriert. 3-0 gegen, die erste Mal 3-0 gegen Servette, j'étais frustriert. Là, il y avait viele Platz pour pouvoir faire au moins ein Punkt. Sébastien, ich bin froh, bist du wieder zurück. Danke, André. Danke, André. Ja, schwierig, die Situation. Corona, ouais, c'est komische, komische Situation, hein, Corona. In Zimmer allein, nicht mit den Kindern, mit den Frauen, c'est komisch, aber das ist die Leben, et akzeptiere maintenant. Ja, ich bin negativ, ich bin bereit, ich nehme mit meinem Staff die Energie für weitersehen, aber klar, diese Saison ist komisch aussi und schwierig, aber klar, das ist wichtig, que wir sind là, bereit, et wir können spielen.